Wir haben bisher über chemische Gleichgewichte gesprochen. Ausgangsstoffe und Endprodukte standen im Gleichgewicht und wir haben eine Möglichkeit gefunden, dieses Gleichgewicht zu berechnen. Dieselben mathematischen Mittel können wir auch anwenden, um physikalische Gleichgewichte zu berechnen, beispielsweise Phasengleichgewichte. Gleichgewichte zwischen Flüssigkeit und Gas, zwischen Fest und Flüssigkeit etc. Wir beschreiben das Gleichgewicht zunächst in der üblichen Form, wie wir es für chemische Gleichgewichte gewohnt sind. Die Komponente I in der Phase Alpha geht über in die Phase Beta. Dort kann sie bleiben oder wieder zurückgehen in die Phase Alpha. I ist die Übergangskomponente. Und wie für jedes Gleichgewicht gilt auch hier die thermodynamische Bedingung. Dann herrscht Gleichgewicht, wenn sich die Komponente in beiden Phasen gleich wohlfühlen, wenn das chemische Potential der Übergangskomponente in der Phase Alpha genauso groß ist wie in der Phase Beta. Kurz gefasst, Wasser geht so lange von der Flüssigkeit zur Gasphase, bis sich die Wassermoleküle in beiden Phasen gleich wohlfühlen, bis sie das gleiche chemische Potential haben. Wir können das Gleichgewicht auch kinetisch betrachten, bedeutet von der Geschwindigkeit her. Dann müssen wir sagen, Gleichgewicht ist dann erreicht, wenn die Geschwindigkeit der Hinreaktion genauso groß ist wie die Geschwindigkeit der Rückreaktion. Wir nennen das ein dynamisches Gleichgewicht. Dann, wenn die Verdunstungsrate, hier grün gezeichnet, genauso groß ist wie die Kondensationsrate, hier blau gezeichnet, dann ist das Gleichgewicht erreicht. Wir starten mit ganz einfachen Phasengleichgewichten, nämlich mit Phasengleichgewichten bei reinen Stoffen. Wir nehmen unser Zustandsdiagramm eines reinen Stoffes als roten Faden und schauen uns an, wo die Phasengleichgewichte lokalisiert sind. Es gibt deren drei. Wir haben einmal das Gas-Flüssig-Gleichgewicht, diese umgekehrte parabelförmige Struktur. Wir haben dann das Fest-Flüssig-Gleichgewicht, hier gelb gezeichnet, und wir haben das Fest-Gasförmig-Gleichgewicht, hier grün gezeichnet. Diese zwei Phasenzustände sind besonders einfach im PT-Diagramm aufzufinden. Hier ist das PT-Diagramm von Kohlendioxid aufgezeichnet. Sie erkennen die zwei Phasenzustände, diese drei Linien, die blau gezeichnete Dampfdruckkurve, die grün gezeichnete Sublimationsdruckkurve und die gelb gezeichnete Schmelzdruckkurve. Alle drei Linien treffen sich in einem Punkt, dem Tripelpunkt, und die blaue Dampfdruckkurve hat ein Ende, nämlich am kritischen Punkt.